Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro DevPro Online. Heutiger DeckPro ist niemand mit einem Chemieungeheuer-Deck. Oha! Oha, wir könnten ein riesen Problem haben. Das war doch dieses Xyz-Monster, das dir die Zauberkarten klaut, ne? Nicht Zauberkarten, es kann alles annullieren. Ja, aber Zauberfallenkarten kann es klauen. Und Monster auch. Nett? Ja. Sag uns bitte, dass er verkackt hat. Scheint so. Ja, ist ja gut! Wir haben es verstanden. Okay, er hat verkackt. Das Blatt ist halt richtig scheiße. Wir könnten eine Karte setzen. Oder beschwören. Oder angreifen. Also das war wirklich richtig scheiße. Und das Problem ist, nächste Runde liegt das Ding. Und dann kommen halt noch weniger durch. Eigentlich ist das an der Stelle schon quasi verloren, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt noch aus dem. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt noch aus dem Frosch rauskommen. Weil den wird er uns jetzt bauen und dann ist es ziemlich vorbei. Wahrscheinlich spielt er mit Burgestormer, deswegen, weil er viel gesetzt hat, dann macht es nur Sinn, dass er mit Burgestormer spielt. Ja, wahrscheinlich. Was dann auch wiederum bedeutet, dass da wahrscheinlich nicht die Karte liegt, die sagt, schmeißt den Burgestormer ab, zieh zwei, weil dann hätte er eine Karte auf seiner Hand behalten. Also sprich, da wird wahrscheinlich einmal die liegen, die eine Falle auf den Friedhof legt und dann vielleicht noch die, die eine Zauberfalle schießt und was macht die andere noch? Eine Karte abschmeißen, um eine auf dem Spielfeld zu zerstören? Nee, zu verbannen? Irgendwie sowas. Oh lol. Das war jetzt nicht ganz die Karte, die ich erwartet habe. Das war jetzt halt gar nicht mal so gut. Ah. Missklick. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war jetzt halt nicht so gut. Was halt echt nett. Und bringt uns damit ungewollt ins Spiel. Ach, geh dich doch bitte erschießen, ey. Du warst immer noch vorne, weil wir nichts hatten. Bis gleich. Nächster Versuch. Ist nicht toll, aber es geht. Dafür dürfen wir nicht anfangen. Doki Doki. Magnetkrieger. Oh, cool. Mäßig, wir haben die großen noch nicht. Trotzdem cool. Ja, machen tu's auf jeden Fall mal. Ich würde sagen, wir normeln mal das 2100. Mit normeln meinst also du das da, nein, nicht setzen, weil dann können wir den Kollegen da den Tribut-Dings da nicht aktivieren. Oder wir setzen es erstmal und warten ganz gemütlich, genau. Und dann machen nur den Strike. Ja, das können wir eigentlich auch machen. Na klar, hätten wir es auch den Field Spell in. Den Ochsen, warte mal. Into Schmetterling, into ein Vierer-Exis machen können. Aber das wäre halt auch nur ganz nett gewesen, der Zug. Okay, wir normeln den 1500er, rennen über den 500er drüber, setzen noch. Aktivieren dann den Field Spell. Verbannen den 1500er für einen Zug und crushen was von ihm. Das wäre zwar nicht mein. Ich hätte das noch auf der Hand behalten.
gut, weil das gerade nicht so gut ist. Hier ist Nostalgie. Ja, eben. Ja. Deswegen, ja, und das ist nicht gefährlich. Also ich hätte das einfach nur genommen und wäre über den 500-500er drüber gerannt und hätte da noch den Funken gesetzt. Du musst halt wirklich einen von den Großen haben, sonst macht dieses Deck nichts. Wenn's da, wenn du denn das hast, dann geht's ab. Aber auch nur, wenn du den hast. Noch nicht? Das ist okay. Mhm. Das ist auch okay. Was kann das ganz Große von denen? Weiß ich nicht. Das wäre jetzt aber vielleicht wichtig, weil wir dann wissen, wie viel Angst wir vor dem ganz Großen haben müssen. Okay, er bastelt sich Nexis. Noch nicht? Nein, das ist auch noch okay, weil es gibt kein Utopia, keine Utopia-Aufwertung, die einen Schnelleffekt hat. Und wenn er jetzt einfach reinrennt, kann ich immer noch den Zwillingsfunken aktivieren. Eben. Wir schießen das Ding auf jeden Fall mit Zwillingsfunken über den Haufen. Ach, jetzt hopp schon! Bis gleich! Nächster Versuch. Bitte kein Kackblatt dieses Mal, danke! Das Blatt ist jetzt geil. Was kann der Kollege nochmal? Alles nur seinen 500 Attack und Def. Ach so, ja. Ja, das ist okay. Der 200 Attack. Ja, das ist ein Def-Viech. Das müssen wir dem Ochsen holen. Also dann machen wir jetzt nichts. Ja. Den Ochsen brauchen wir jetzt. Oder Falke oder irgendeinen von den Kleinen. Ich schaff das Terra. Ah, sehr schön. Der holt von der Hand. Okay. Das heißt, ich schmeiß das ich glaube den Schmetterling ab. Oder? Schmetterling oder Terraforming? Was kann der Schmetterling nochmal? Der kann sich opfern, um was im Friedhof wiederzubeleben. Was kann der Kleine da? Der kann beschwört von der Hand. Den, ne? brauchen wir auf jeden Fall. Die beiden brauchen wir auf jeden Fall und den Feedspell. Ja, dann schmeißen wir den Schmetterling ab. Weil ich will das Terraforming nicht riskieren. Also ich will nicht riskieren, dass wir das eventuell noch brauchen. Sagenhaft. AKA das schlechtere Dark World. Dafür das, was ihr den Quasar basteln kann. Betonung auf kann. Ja, es sieht hier gerade tatsächlich nicht nach einem Quasar aus. Nicht, dass man ihn nicht einfach striken könnte. Das ist der nächste Punkt. War richtige Entscheidung. Ja. Dann suche ich mir den Fließball, aktiviert den und verrate ihn, damit wir schon einen auf der Hand haben. Ja. Weil auf die halt verringern wir halt die Anzahl der Karten im Deck. Diese Scheißfliege! Okay, so, jetzt. Das ist so schön, wenn so ein Vieh einfach nur vor der Birne rumsummt. Macht nichts, aber geht ja auf den Sack. So, jetzt können wir den normeln. Genau. Dann können wir ihn normeln. Genau. Dann können wir den aktivieren. Genau. So, dann kommt jetzt das Viech. Hau ab. Was könnt ihr nochmal? Das hier gerade so gut. Karteneffekte wählen weiter. Ja, doch, weil es durch den Strike geschützt wird, ist das eigentlich ganz okay. Und ich meine, wenn er selber einen Strike sitzen hat, dann ist das halt so. Nö, sieht nicht so aus. Ja, Angriff. Warte kurz, nicht als Ziel für Karteneffekt. Das ist jetzt für ihn sowieso nicht. Okay, also wenn es eine Mirror Force halte ich dann sei es drum. Man hätte das Ding in Def holen können. Hätte man. Die andere Frage ist aber wiederum, wie wahrscheinlich ist es, dass er eine Mirror Force spielt? In einem sagenhaft Deck. Ja. Strike, klar, aber den hätten wir ja schon gefressen. Richtig.
Nee. Twin Twister? Nee, der wäre schon gekommen. Enter Scoop Face? Das könnte sein. Nö, auch nicht. Zumal Twin Twister ja die sagenhaft dich ja nicht enabled. Ich verweise auf die entsprechende Duologie. Duologie sag ich schon. Na, leistungslos Yu-Gi-Oh! Okay, den Typen, gegen diesen Typen will ich nicht verlieren. Nach deiner Logik dürfte das jetzt ja nicht funktionieren. Nö. Warte mal. Sehr gut, du hast gerade eine Karte aus deiner Hand einfach weggeschmissen. Kollege, das war jetzt eher weniger Intelli-klug. Okay, nehmen wir mal zu seinen Gunsten an, dass er den Twin Twister gerade von oben nachgezogen hat. Das funktioniert nämlich nicht. Nee, doch, das ist der andere Effekt. Hier. Die kann so abgeworfen werden. Bei dem gilt das. Ja, die sagen alle, wenn diese Karte abgeworfen wird. Stimmt. Weil, ja, sie können halt fizzeln, aber. Ja. Ja, jetzt kann er sich ein. Okay. Es wird ein Vierer. Ja. Aber was warst du in der Aktion mit der Monster-Reinkarnation? Das war tatsächlich etwas mehr. Also er könnte sich jetzt einen Herold basteln, der wäre etwas nervig. Jetzt kann er sich auch einen Stardust Charge basteln oder einen Gojo-Wächter, die aber auch beide noch nicht über die Vulkan funktioniert. Nö, Charge. Okay, ja gut, jetzt zieht er eine. Normal Summon ist raus. Die Chance, dass er jetzt was Glückliches nachzieht, ist relativ gering. Welchen Punkt ist die Normal Summon raus? Als er gerade eben die Dinges genommelt hat. Okay. Okay. D-Synchro. Dadurch kann er jetzt nochmal eine Karte ziehen. Das ist jetzt ganz toll. Ja gut, aber die eine Karte, mehr ist halt nur die eine Karte, die jetzt eben die D-Synchro weggenommen hat. Im Endeffekt kommt sie doch aufs Gleiche raus. Ja. Deswegen macht man ja zum Beispiel in, jetzt hat er quasi einen Upstart aktiviert. Ja, nur halt ohne Lebenspunkte zahlen. Deswegen macht man ja zum Beispiel in Synchrofusion. Da ist das was anderes. Und jetzt ist das ein Wolfsportal-Effekt. Da ist das was anderes, weil da hat man ja den Hyper-Librarian. Wenn man da Formel-Synchron macht und dann, ja. Wir kriegen hier kein Duell zu Ende, glaube ich, weil immer irgendein Scheiß passiert, glaube ich. Egal. Bis gleich zur Deckbewertung. Ja. So, das ist mal wieder. Wir haben zweimal den Kohlenstoffochsen, zweimal das Dihydrogen-Monodrache. Einen abstimmten Magier, dreimal Glutflügelschmetterling, dreimal Wasserstofffalke, dreimal Kohlenstoffgrabbe, dreimal Chinolinochse, ein Raigeki, ein stilles Verhängnis, dreimal Spiegeltes Drachen, zweimal Terraforming, zweimal Dunkle Fabrik, zweimal Zwillingsfunke, zweimal Topf der Begierde, dreimal Funkenfeld, zweimal Ausbrennen, dreimal Strike, eine Warnung. Ist haben wir zweimal erster Drache, ein super Legierungsungeheuer Rapdinus, ein Scarlight, ein Omega, ein Stardust Spark Dragon, zweimal superchemisches Ungeheuer Methanhydra, ein Hope Harbringer, ein Felgrand, eine Riesenhand, ein Kastel, ein Direwolf, ein Abyss Dweller, ein Cowboy. Also erstmal wie immer keine Bewertung, weil kam gerade eben erst raus. Zweitens. Die Effekte wirken erstmal cool, aber wie man ja gerade gesehen hat, das Deck brickt häufig und hart. Ja, aber irgendwie du brauchst die welche groß. Folgende Probleme. Wasserstofffalke und Schmetterling und eigentlich auch stilles Verhängnis brauchen Friedhofs-Setup. Was gibt dir Friedhofs-Setup? Du spielst ja noch nicht mal ein Foolish. Die Kohlenstoffkrabbe, richtig, das fehlt dir. Die Kohlenstoffgrabe gibt dir Friedhof-Setup, wenn du ihren Zwillingseffekt rausbekommst, wofür du auf jeden Fall das Funkenfeld brauchst, weil das ist die einzige Möglichkeit, das zu resolven in dem Deck, so wie es gebaut ist. Mhm. Was fehlt halt, ist ein Searcher. Ja. Also ein klar, guter Searcher. Die Krabbe da funktioniert, aber irgendwie eine Zauberkarte, die einfach sagt, du darfst den Chemical Beast auf die Hand nehmen. Ja. Sowas wie eine Rotor. Das braucht das Deck noch. Dann glaube ich, läuft das stabil. So, dem ist halt ja auch, wenn es Beast heißt, das heißt hier Aqua, Winged Beast, da klappt keine Tanky oder sowas. Nee, und ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Zwilling-Support gibt, der da funktioniert, weil den bist du wahrscheinlich durchgegangen, nehme ich jetzt einfach mal an. Können ja mal schwarz halt kurz rübergehen.
Super Doppelbeschwörung? Nein. Nee. Nee. Nein. Hat was, aber nicht das, was wir gemeint haben. Nein. 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 Hat mal. Ah, es geht leider nur auf Zauberkarten. Ja, sonst schade. Das gut. Wenn okay, das ein Urteil nee. Wäre. Ho, ho. Nee, dann gibt's keine Supportkarte, schade. Ja. Okay. Ja, okay. Gut, dann gibt's da einfach nichts. Das ist dann so. Dann halt so. Schwarzer Brutdrago ist eine Karte, die man reintun kann. Das ist auch nicht der Punkt. Das Problem ist halt wirklich, die wirklich echt steinharten Bricks. Ja. Also, ja, es ist halt. Du willst halt die eine Hälfte vom Deck auf der Starthand haben, die andere Hälfte nicht. Das ist sogar noch krasser. Nee, du willst ein Drittel auf der Starthand haben. Ja. Das sind alle, die es gibt, ja. Ja gut, dann würde ich mal sagen, dieser typische Fall von Re-Release gleich ausprobieren müssen, bevor man wartet, vielleicht dass noch irgendwann ein Support kommt. Weil da, so... Vielleicht gibt es noch irgendwelche Hidden Mechanics, die wir jetzt gerade nicht sehen, aber... Also jetzt nicht in diesem Deck, weil die Ziegelscheine, die man gesehen hat, waren Ziegelscheine, Punkt aus Ende. Aber irgendwelche Möglichkeiten, die man ins Deck tun kann, damit das dann doch irgendwie ausrasten kann, ohne Lucky Top Decks. Ja. Ja. Also keine Bewertung wie immer, aber gäbe es eine, wäre die nicht besonders hoch. Ja, tatsächlich. Also das ist okay, aber es ist jetzt nicht. Gut, dann. Das, ja. Wenn ihr unsere Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm gonna go get some.